Hallo Freunde, ich bin's, Arvid Bechtloff vom Autohaus Burmeister in Parchim und ich habe euch heute mal eine richtige Waffe mitgebracht. Ihr habt es gesehen, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dann kennt ihr das Zeichen und zwar Cupra, Cupra Formentor. Das ist das erste eigenständige Modell von Cupra selber, das heißt, was sie selber entwickelt und rausgebracht haben. Vorher kennt man Cupra ja von der Marke Seat, da haben die Sportvarianten von den Seat-Modellen rausgebracht. Und das ist jetzt das erste eigenständige Modell. Und wie ich finde, richtig gelungen, eine richtige Waffe, richtiger Hingucker. Es ist ein kleiner SUV, aber trotzdem richtig sportlich gehalten. Man sieht Akzente von den Seat-Modellen, ob es jetzt von den Scheinwerfern sind. Die kennt man zum Beispiel, die Art von dem Tarraco. Das gleiche auch von der Motorhaube. Hinten die durchgehende Leiste, komme ich gleich nochmal zu, kennt man zum Beispiel auch vom Tarraco, aber trotzdem ist das ist ein neues Modell und ich finde richtig gut gelungen. Ja, in dieser Kupferfarben das Cupra-Logo, Voll-LED-Scheinwerfer, Parksensoren vorne und hinten, Nebelscheinwerfer. Ich gehe einfach mal rum, ich zeige euch das Auto mal so ein bisschen. Das ist jetzt in Magnetic Grau Metallic. Steht aktuell auf Winterreifen mit, ja, mit diesem, das Kupfer kennt man wieder bei den Felgen von der Brembo-Bremse, der Bremssattel auch in Kupfer, finde ich sehr schöne Akzente. Man erkennt es leicht, das Auto ist jetzt in Grau-Metallic, aber wir haben hier zwei Grautöne. Einmal über den Radkästen, unten der Schweller und auch die Spiegelkappen. Das ist ein bisschen heller, einfach um da nochmal einen farblichen Akzent reinzubringen. Wir haben rundum Wärmeschutzverglasung und dann ab der zweiten Sitzreihe natürlich nochmal getönte Scheiben. Das Auto, ich sage jetzt mal, fast volle Hütte. Wir haben schlüssellose Zentralverriegelung, Kameras nach vorne, nach hinten. Da ist wirklich alles drin, was man sich wünschen kann. Wenn ihr das Auto jetzt mal so von der Seite seht, ihr seht, das ist ein sehr sportlich gehaltener SUV. Wir haben hier die Vierfach-Auspuffanlage. Den Heckdiffusor richtig, richtig knackig und sportlich gehalten in Schwarz. Hinten wieder das Cupra-Zeichen und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, die durchgehende Rückleuchte. Auch in LED. Ja, ich würde euch gerne mal den Kofferraum zeigen. Da es doch ein abfallendes Heck ist, auch wenn es ein SUV ist, finde ich, hat der Kofferraum doch einiges zu bieten. Gerade auch, wenn man die Rücksitzbank nochmal umklappt. Wir haben einen doppelten Ladeboden. Da wird aber natürlich schon etwas Platz verschenkt durch den Subwoofer der Soundanlage. Wir haben hier ein Beats-Soundsystem drin. Das macht ordentlich Laune, aber trotzdem Kleinkram kann man da unten immer noch verstauen. Hier, wie eingangs erwähnt, die Rückfahrkamera, die Parksensoren hinten, also alles, was so ein Auto braucht. Und ich finde, so ein Auto sollte auch nicht zu wenig Ausstattung haben. Der Formentor, der kommt jetzt aus November 2020, hat jetzt knapp 4.700 Kilometer gelaufen, ist ein Allrad, 310 PS Automatik, also ist der 2 Liter Benzinmotor. Und ja, ich würde sagen, kommt gerne mal mit rein und dann zeige ich euch da nochmal die Highlights. Angekommen in dem Cupra Formentor. Ich finde, das Ambiente, das ist einfach traumhaft. Ich mag das richtig gerne. Richtig knackig, sportlich, dezente Akzente, aber ich finde, richtig schick gehalten. Was gleich ins Auge fällt, ist natürlich die durchgehende Ambientebeleuchtung, Smart Ambiente Light. Bedeutet, der tote Winkelassistent wird hier in der Tür über das Ambiente Light angezeigt. Das heißt, wenn ein Auto im toten Winkel ist, dann fängt das hier orange an zu blinken. Finde ich richtig schlau gemacht. Ich finde, ich hat auf jeden Fall was. Dann natürlich Cupra-like, Sportwagen. Man startet den Motor über diesen Knopf am Lenkrad. Man hat hier nochmal zusätzlich eine Cupra-Taste, um einen richtigen Sportmodus einzulegen. Man kann natürlich auch ganz sachte mit dem Auto fahren, aber wenn man mal richtig Power braucht, Cupra-Knopf und los. Voll digitales Kombi-Instrument, der große Bildschirm, worüber das Navi, die Rückfahrkamera, Parksensoren, also alles, was das Auto so hat, angezeigt wird. Multifunktionslenkrad mit Lenkradheizung, mit verschiedenen Möglichkeiten, wie man sich jetzt das Kombi-Instrument darstellen will. Abstandstempomat,
Also wir haben da wirklich alles, was ja ein Sportwagen haben sollte. Induktives Laden, hier nur noch, wie man das auch von Porsche oder von anderen Modellen auch kennt, nur noch so einen kleinen Wahlhebel für das Automatikgetriebe. Ja, ich sage jetzt mal, Sichtpaket, also mit Lichtsensor und automatisch abblendbaren Innenspiegel, das muss ich jetzt bei dem Auto gar nicht erwähnen. Was ich immer noch gerne erwähne, ist das Beats Soundsystem. Das macht ordentlich Laune und natürlich die Sportsitze. Die sind in Stoff und Leder, also Teilleder. Man hat richtig guten Seitenhalt. Man hat keine eigenständige Kopfstütze mehr, sondern das ist wirklich ein Sitz, wie man das auch von anderen Sportwagen kennt. Richtig gelungen. Aber ich würde vorschlagen, kommt gerne mal vorbei, testet mal diese 310 PS, lasst das Auto mal auf euch wirken. Es liegt sehr gut auf der Straße, lässt sich sehr gut handeln. Und wenn ihr Interesse daran habt, sprecht uns gerne an. Auch in Richtung Versicherung, Finanzierung sind wir gerne für euch da. Dann sage ich vielen Dank und bis dahin.